So, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kristallhäschen. Hallo! So, wir beginnen nun mit unseren ersten Trainern der ersten... Naja, nicht in der ersten Edition. Ich habe verloren. Ich versuche mehr Pokémon zu finden. Halt, du siehst schwach aus. Los, lass uns kämpfen. Nur weil ich ein Mädchen bin, du. Gleich mal klatschen. Eine links und eine rechts und dann noch vielleicht mit der Faust mitten ins Gesicht. Ein Teenager, Julian heißt er, setzt Ratzfatz ein. Oh, sein Arsch bewegt sich. Los, Feuerigel. Wir versuchen es mal mit Tackle. Was anderes zum Angriff haben wir leider nicht. Aber unser Pokémon ist auch ein bisschen mit, wirkt ein bisschen mitgeschlagen aus. Ich hoffe, es hält aus. Ich glaube schon, Alter. So. Und Tschüss, Rapfraps. Ich glaube, das war sein einziges Pokémon. Und ich glaube, wir haben uns sogar ein Level Up verdient. Wir haben es eigentlich verdient, aber naja, gut. Teenager Julian wohl besiegt. Ah, wieder verloren, Mist. Oh. Ja, und jetzt wird uns für den Teil der Kohle nach Hause geschickt. Und wir haben ja ein Triton, natürlich. So, und benutzen den Trank auf Triton. Und werden Triton an die erste Stelle setzen, da es auch trainiert werden muss. Es muss trainiert werden. Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Dann musst du kämpfen. Ja, das habe ich schon beim ersten herausgefunden, aber trotzdem danke für diesen Tipp. So, wie heißt denn du? Du bist der Burkhardt. Ich glaube, die haben die gleichen Namen wie auf Herr Gold noch. Und Topsy Level 2 ist aber sehr stark. So, nun erklär mal den Taubsi, was du drauf hast. Ne, Blubber am Anfang ist schon ganz schön stark, finde ich. Normalerweise. Aber wir werden, wenn nichts schief geht, den ersten Kampf besiegen. Und hat der Blut an den Schwanz, unser Quapsel? Unser Triton. Triton finde ich einfach... Du kleiner Bastard. Finde ich einfach den Namen cool, weil das ja, glaube ich, der Gott von Wasser war, Triton. Der Triton. Habe ich schon mal erwähnt, dass Taubsi ein wirklicher Bastard ist, weil wenn er von Burkhardt, der wird, sein Spitzname ist, glaube ich, Bastard. Nicht gegen Burkhardt, die wo dann irgendwie Burkhardt sagt, du hast mich verarscht. Das ist rein Comedy, meine lieben Freunde, der Pokémon-Unterhaltung. Und ein Ratzfratz. Ratzfratz! Das ist mit seinem Angriff ein bisschen deutlich stärker und ist auch schon Level 4. Oh, es schlug viel, sehr schön. Das heißt der Blubber! So. Mal schauen, wie viel es abzieht. Oh, einiges. Entweder wechseln wir aber unser Feuerigel schaut auch nicht gut aus, aber naja, dann versuchen wir es einfach mal mit einem Blubber. Ein Volltreffer, aber still late. So, dann wechseln wir mal das Pokémon zu. Nein, nicht da. So, ja, jetzt genau. Feuerigel, bitteschön. Dankeschön. So, Feuerigel, zeig mal, was du drauf hast. Stimmt irgendwas nicht mit deinen Attacken? So, das heißt dann, I'm winning. Triton erreicht Level 5. Initias Tiefe ist gut. Und wir erreichen Level 9. Mehr wollten wir auch nicht. Wir haben coole, ja, wir haben auch eine coole Initiative und einen guten Spezialangriff. Das können wir mit Flammenwurf und alles ausgleichen. Sehr schön. Das ist seltsam. Davor habe ich gewollt. Ja, genau. Aber du warst auch nicht ohne. So, dann gehen wir mal kurz zurück. Hallo! Kann man auch da unten kommen? Ja, man kann auch da unten kommen. Sehr schön. Ist bestimmt ein Secret. Nee, Scherz. So, unser Mädchen mit einem offenen Mund. Das schaut irgendwie aus, als hätte es einen offenen Mund. Du bleib nicht im Markt. Sondern im Pokémon-Zentrum. Guten Abend, du bist spät dran. Willkommen im Pokémon-Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja, und es ist halt abends, ja. Und jetzt hat. Da links da der.
So. Was für eine Route ist denn das eigentlich? Schauen wir mal, was haben wir... Triton ist auf Level 50. Das hört sich gut an. So, und dann lassen wir mal ein bisschen... Ja, ich weiß, das ist wirklich... Aber wenn dann Daumen Blubber einsetzt, ich glaube, da gehen dann 1-2 Minuten nur durch einen Kampf weg. Und das ist ja, glaube ich, nicht so spannend. So, jetzt können wir am Ende dann so das lassen, damit es spannend wird. Yeah! Blubber! Hyperstrahl! Quapsel! Hyperstrahl! Yo! Den einbeinigen Hutut aus dem Wiki. Na toll, jetzt sind wir wieder fast tot. Und ein Biber. Okay, ist viel besser. Ja, scheiß verfickter Hurensohn. Yo, Level 6! Gut. Dann werden wir mal einen Beutel geben und geben Gegengift. Natürlich Triton. Wo jetzt schon Level 6 ist, sehr schön. Braver Junge! Bist du ein braver Junge! So. Hallo! Sieht schon alle gleich aus. Oh, Drillinge. Naja, für ein Mädchen ist es. Hallo? Ich bin kein Trainer. Wenn du einen in die Augen siehst, dann bereite dich auf einen Kampf vor. Ja, aber schau mir in die Augen, Baby. So, wer bist denn du? Anstatt eines Käfer-Pokémon traf ich auf einen Trainer. Ja, okay. Nennt man auch gut. Und Käfersammler, unser erster Käfersammler hier in dieser Edition mit gelben Pokébällen. Und eine Raffi. Raffi, Raffi. Oh, das gefällt mir so, wie die Sprites sich dann bewegen. Und ob wir das schaffen, das wage ich zu bezweifeln. Wir könnten ja, wir schaffen es. So, und? Was kommt jetzt? Setzt Raupjein. Nein, wir wechseln nicht, aber jetzt wechseln wir, da unser Quaps dann auch noch ein paar EPs bekommt. Triton, mein lieber Bulak. So. Dann tackeln wir mal. Und ein Fadenschuss macht dir sowieso nichts. Er kann uns sowieso nichts machen. Deswegen taggen wir einfach mal wieder auf ihn ein, bis diese Rübe platzt und er innerlich ausstirbt. Level 7, Triton, wow, Hypnose. Das alter Schwede. Uli wurde besiegt. Ach, du bist so stark. Du bist so stark. Ein Teil wurde nach Hause gesickt, das ist Kohle. Mann, jetzt wollte mir doch Klamotten kaufen, ey. Jetzt kann ich es mir doch nicht machen. So, ein Size. So, Route 31. Ja. Route 31. Ein Pokéball und eine Höhle. Du. So, dann werden wir. Aber auch kannst du sagen, mal genügt. Ja, so, dann setzen wir mal Trunk für unseren Triton ein. Halt, war Triton nicht ein Mädchen? Tritonierer. Hilfe! Pokéball! Wow, ein super geil. Level 4 hört sich doch viel besser an. Ja, wir holen uns einen Zubat. Und das ist ein Kleinstein. Level 4. Naja, blucken wir ihn mal. Und er hat weiße Augen. Hyperbrain. Hyperbrain. Wow. One Hit. Und die EPs gehen zu mir. Dankeschön. Ich habe nichts gegen Männchen und Weibchen in den Pokémon-Editionen, aber ich bevorzuge Männchen mehr. Ja, bevorzuge Männchen mehr. Oder Kleinstein Level 3, jetzt wollte ich schon sagen, ein Kleinstein Level Männchen. Mach mal Männchen, komm mal her, geh auf den Boden. Ja, du bist doch schon am Boden, du bist ein Stein. So, gut. Ja, das war jetzt. Ja, jetzt Triton Level 8. So, Initiative steigt und steigt und... Boah, das ist wirklich ein starkes Pokémon. Ich würde es euch wirklich empfehlen. Und wir haben einen Pixel-Skin. So, dann gucken wir einfach mal. Und hier können wir mal ein bisschen kämpfen. Das schadet auch niemanden. Da haben wir das, was wir wollen. Beutel. Mögeball, let's go. Sehr schön.
Am Tag versammelt es sich mit seinesgleichen und hängt sich an Decken von Häusern oder Höhlen. Möchtest du Zubat einen Spitznamen geben? Ja, das ist unser wie immer genannter Sauger. Sauger. Der saugt gern an alles, was man saugen kann. Wenn ich jetzt saugen geschrieben hätte, ne? Sauger. So. Vielen Dank. Oh, da hatten wir ein bisschen die Höhle gesehen. Das war ein Bug. Und bist du? Es ist ein Obstbaum. Hey, da ist eine Bitterbeere erhalten. Bitterbeere erhalten. So gut. Nein! Ich habe einige Puppen gefangen, lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen! Jo, wir kämpfen. Aber der Part ist gleich vorüber, aber naja, Krieg, dich müssen wir ja noch besiegen, ne? Ja! Ein Rupi. Gegen unser allzeit bekanntes Triton. Puff! Voll ins Face und schade, dass es nicht irgendwie Gedärme-Attacke gibt, weil Pokédex hat ja im letzten Part gesagt, wo wir Crafty gefangen haben, dass man seine Eingeweide zieht. Und ja, ich will ja nicht sagen oder so, ne? Aber schade, vielleicht lenkt es sich danach ab, also wenn man dann so komische, weiß nicht, wenn dann Blubber, wie soll ich das erklären? Also wenn man da die Gedärme hat und er setzt Blubber ein, wie es jetzt dann innerlich ausschaut, und bestimmt laut das immer so Wackeleien, als würden die Gedärme fast platzen. So. So, setzte Holly ein Nuriak tauschen gegen Sauger. So. Und tauschen wieder zurück. So, das müssen wir jetzt schnell machen, diese Partei. Partei! Na, da kämpft man jetzt. Das wir ja. So, mal schauen, aber ich, ja, das müsste eigentlich für uns ausgehen. Und wir haben es geschafft. So, Leute. Ein Teil wurde nach Hause geschickt, das wissen wir. Diesen Pokéball nehmen wir uns. Nee, den Pokéball, den nehmen wir uns. Jo, ja, Pokéball gefunden. So, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Pokémon Kristalle mit der